So, hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Ich wollte eigentlich nur gerade so mal mit Scuff rein kurz und wie man es kennt, kurz mal Factory rein und dann direkt wieder raus. Und ihr seht, ich stehe hier im Factory Exit. Ich habe hier den Fabrikschlüssel einfach Standard drin gehabt und eine Schlüsselkarte. Und leider nur eine Saiga mit 10 Schuss. Ein bisschen beklemmlich. Ich warte hier gerade. Ich will halt einfach raus. Die Zeit war auch noch relativ lang, also nur mit 20 Minuten. Hier richtig viel Action noch. Wir schauen jetzt mal kurz, ob wir rauskommen. Der Factory Exit war natürlich für mich als Scuff nicht offen. Ich habe jetzt auch keine Zeit eigentlich und keinen Bock, mich hier lange damit aufzuhalten. Weil ich, wie gesagt, eben nur kurz rein wollte, so den Slash kurz rausbringen hier und da was killen. Aber mit dem Factory Schlüssel in der Tasche ist es schon spannend auf jeden Fall. Was war so das Krasseste, was ihr als Gaff rausbekommen habt? Ich werde ja auch jetzt gar nichts looten, ganz ehrlich. Bin einfach nur raus. Ich hoffe, es ist kein Exit-Camper. Was wäre es jetzt noch? Oh komm, bitte, 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 bitte. Oh ja, komm, lass uns raus. Wie geil ist das denn? Bitte, wie geil? Factory Key und eine Schlüsselkarte. Nice. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was eure krasseste Sache war, was ihr in der Factory rausgeholt habt als Scuff. Wofür habe ich 1050 XP bekommen? Dafür, dass ich einen Factory-Gang gefunden habe oder was? Keinen blassen Schimmer, überlebt. Ich habe nichts gemacht. Normal ist man doch immer Run-Through, wenn ich selbst noch 30 Minuten drin bin oder so. Egal, coole Aktion, gebt gerne einen Daumen hoch und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.